Am Montag dieser Woche war ein schwarzer Tag für Mecklenburg-Vorpommern und insbesondere für die Werftarbeiterinnen und Werftarbeiter in Stralsund und Wolgast. Das Konzept, welches der neue Geschäftsführer vorgelegt hat, wird als nicht tragfähig angesehen, weil die Regierung, namentlich Eivind Sellering, nicht bereit ist, neues Geld hinzuzugeben. Und damit ist eine Insolvenz unausweichlich. Jetzt kommt es darauf an, dass die Beschäftigten unsere Solidarität haben und sie nicht ins Bodenlose fallen. Andererseits, hier im Parlament halte ich es für richtig und für notwendig, die ganzen Vorgänge um die P&S-Werften von Beginn an, also von der Treuhandlösung bis heute, aufzuarbeiten und dabei insbesondere auch die Rolle und die Verantwortung des Ministerpräsidenten zu klären. Was hat er gewusst, was hat er nicht gewusst, von wem hat er sich beraten lassen, auf welcher Grundlage hat er welche Entscheidung getroffen, denn immerhin hat er die Zukunft der P&S-Werften zu seiner Chefsache gemacht. Damit ist er gescheitert. Entweder er hat wissentlich gehandelt oder hat unwissentlich gehandelt. In jedem Fall war es fahrlässig und versagend, wie die Landesregierung mit Eivind Sellering an der Spitze gehandelt hat.